Meines Erachtens ist es so, dass wir schlichtweg nur unserem Instinkt folgen müssen. Und ich glaube, dieser Instinktgehorsam ist der Schlüssel für eine starke und große Bürgerbewegung. Habt keine Angst vor schwierigen Themen, denn diese schwierigen Themen sind ganz wichtig. Die Leute sind seinerzeit zu uns gekommen, weil sie 40, 50 und wenn man die Wende damit reinzieht, 25 Jahre Themen ansprechen wollten, die liegen geblieben sind, weil die Leute sie nicht ansprechen durften, weil sie Leute nicht, sie nicht ansprechen konnten oder weil sie aus Scham die Sachen auch nicht ansprechen wollten. Davon müssen wir uns befreien. Ich möchte bitte, dass die Schere im Kopf aufhört bei jedem Einzelnen. Seid mutig, habt keine Angst. Es sind liebe Leute hier. Sie gucken einen freundlich an, wenn man hier oben steht. Man muss da keine Angst haben. Ich kann jedem dann nur zu raten, bitte seid mutig genug, hier zu sprechen. Das ist ganz wichtig. In dieser Bewegung hat jeder seinen Platz. Und zwar jeder mit seiner Gabe. Wir sind so dankbar für jeden, der hilft. Wir sind für die dankbar, die an der Kamera stehen. Die heben alles auf. Dann können Leute das sehen, die nicht hierher kommen können. Oder in Hintertupfingen links wohnen. Das haben wir diesen Menschen zu verdanken. Danke denen. Ich könnte das nicht. Ich danke den Ordnern, dass sie da sind. Ich danke ist leider nicht meine. Ich danke der Technik, Manu und vor allem Marco, dass sie das immer wieder unterstützen, jede Woche. Ich danke allen, die das hier koordinieren, im Hintergrund, Leo und Michelle. Und es gibt so viele Menschen rundherum. Und die machen das, weil es ihre Gabe ist. Und soll ich euch was sagen? Es gibt auch Redner, die begabt sind. Es ist einfach so. Und solange man gehört werden möchte und solange man was zu sagen hat, dann soll man reden. Das ist meine Meinung. Und was ich unterstreichen kann, ist, traut euch und kommt her, wenn ihr meint, es müsste was zu sagen sein. Immer wieder wurde die Montagsmahnwache totgesagt. Immer wieder wurde mir erzählt, es verflüchtigt sich. Ja, das habt ihr euch so gedacht, hier verflüchtigt sich nichts. Und genau wegen euch wird es weitergehen. Niemals könnten wir hier stehen, wenn ihr nicht da wärt, wenn eure Herzen nicht schon auf wären. Weil ihr der lebende Beweis dafür seid, dass es in diesem reichen und satten Land Menschen mit Bewusstsein gibt. Menschen, die mit leiden können und Menschen, die noch ein Gewissen haben. Ich möchte, dass die Welt sieht, dass unser Volk ein Gewissen hat. Ich bin heute aus Innsbruck herangereist. Ich bin da beteiligt bei der Mahnwache in Innsbruck. Wir sind klein, aber wir sind fein. Ja. Und wir sind beständig. Wir sind aber schlechten Wetter. Versteht ihr es mir überhaupt? Also ich versuche mich zusammenzureißen. Wir sind auch immer bei schlechtem Wetter draußen. Uns hat schon ein paar Mal die Technik zugeregnet. Und dann haben wir einfach einen Lokalwechsel gemacht. Und ich finde es ganz schön, dass da der Friede angesprochen worden ist, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere und für den ganzen Planeten. Weil der Friede ist bedroht auf mehreren Ebenen und auf den Ebenen sollten wir auch agieren. Ja, der Friede ist global bedroht. Sehr genau. Sogar. Er wird vom Kapitalismus bedroht und von der Ignoranz. Der Kapitalismus auf der einen Seite und die Ignoranz, die was jeder hat, und jeder braucht seinen Trigger, um den dann aufzubrechen. Also jeder hat dann irgendwann seine Entwicklungsstufe im Leben, wo er dann einfach nicht mehr kann und wo er Bewusstsein entwickelt. Bei jedem ist das unterschiedlich, manche haben das mit 20, manche haben das mit 60, manche nie. Aber ich sehe eine wachsende Masse, ich sehe mir wachsen. Wir haben zuerst in Innsbruck eine Mahnwache gehabt, jetzt haben wir es in Imst. Imst ist echt klein. Ja. Ja, ich denke, der beste Zeitpunkt zum Erwachen ist eigentlich genau hier und jetzt. Denn ich weiß nicht, wollen wir warten, bis es gegen Russland geht und das eventuell sogar atomar enden könnte?
Also ich weiß nicht, wie wir die Existenz hier bedrohen, für uns empfinden, ja, für Arbeit und Geld. Ich selbst habe mich davon total befreit, ja, weil die Existenz ist ja doch das Leben, ja, von uns allen. Und wenn wir weiter arbeiten gehen und weiterhin auch dieses System hier finanzieren, dann finanzieren wir mit den Steuern genauso dieses Kriegssystem. Und die Freiheit ist doch eigentlich das Leben selbst. Und das ist doch gerade massiv bedroht, die Existenz. Also daher sollten eigentlich sehr viele dort richtig wach werden, ja, und sich dann doch dem Ganzen doch hier anschließen und für Weltfrieden sich zusammentun. Dass wir alle nur ins Reinhören. Wir sehen die Bilder im Fernsehen, wir lesen Sachen in der Zeitung oder nicht. Ich persönlich habe seit 8 Jahren keinen Fernseher mehr und ich lese auch keine Zeitung. Ich bin ein Medienverweigerer. Ich mache das immer so, wenn ich ein Bild sehe oder was höre, wenn jemand mit mir redet, ich schließe immer die Augen und ich versuche, diese Bilder und Gedanken vom anderen zu verdauen. Und dann schließe ich irgendwie die Augen so und denke, ja, das sind die Worte und das Bild, aber was ist mein Gefühl dazu? Wie ist mein Gefühl? Ich höre in mich rein, was fühle ich? Ist das gut? Stimmt mir das positiv? Macht mir das ein gutes Gefühl? Nein. Richtig. Wenn wir diese Kriegsbilder sehen, ich sagte es ja vorhin, wir sind alle Kinder, ja. Ja. Und wir müssen mal in die Welt schauen. Schaut mal nach Irak, schaut nach Syrien, schaut in die Ukraine, dort sterben Kinder. Ihr denkt, das sind nicht eure und von daher geht das schon in Ordnung, solange der Krieg nicht vor der eigenen Tür ist, passt das schon. Alle Kinder auf diesem Planeten sind unsere Zukunft, dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja, das Bewusstsein ist die eine Sache, der innere Friede ist die andere Sache. Denn wenn wir uns immer nur auf das Negative konzentrieren, dann werden wir frustriert und depressiv. Also mir ist es so gegangen, wo ich das ganze Erwachen, sozusagen Erwachen, ist mir schlecht gegangen. Das war sehr aufwühlend und ich habe mich gefragt, was kann ich noch tun? Ja, da weint das Herz. Ja. Was auch für mich wichtig ist, ist mir auf das Positive zu fokussieren. Lösungsorientiert. Rauszugehen, zu den Menschen zu reden, im täglichen Leben die Kommunikation immer auf die wichtigen Brennpunkte zu lenken. Ob das die Kassiererin an der Kasse ist oder ob das der Bankangestellte ist oder ob das irgendjemand beim Würstelstandl ist. Es ist ganz egal, man kann die Themen jederzeit einbringen. Richtig. Das Einfachste ist, Nein zum Krieg zu sagen und aufzustehen. Ja, egal, wo der Krieg ist in der Welt. Krieg kann man nur verlieren und Frieden kann man nur gewinnen. Aber die Tiere kann man jeden Tag helfen. Ja, natürlich. Tag. Man kann jeden Tag aufstehen und sich entscheiden, ob man ein Tierleitprodukt benutzt oder konsumiert. Ja, oder halt entsprechend auch zumindest in die vegane Richtung doch gehen. Ja, ist eine sehr gute Alternative. Ja, schaut sich einfach nur Schlachthausbilder an. Was passiert da? Was ist das, wo ist die Resonanz? Was ist mein Gefühl? Ja, ich finde, es ist nicht viel Unterschied zwischen einem Bild aus einem KZ und aus einem Schlachthaus. Das ist genau das Gleiche. Ja. Lebewesen werden eingekerkert, ja, und abgeschlachtet. Ja. Das ist jetzt der ethische Punkt. Es gibt einen gesundheitlichen Punkt und einen Ressourcenschonungspunkt. Also der Veganismus hat nichts mit Arm. Das ist nicht nur eine Facette. Es hilft auf allen Ebenen. Und auch gut fürs Karma. Ja. Dieses Abkommen, dieses Freihandels, transatlantische Abkommen dort in Brüssel, das ist quasi unser Genickbruch, Leute. Wenn wir das nicht verhindern, dann haben die Banken gewonnen. Dann hat der Krieg gewonnen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Dieses Papier wird nicht hier in Berlin unterzeichnet. Und die Leute in Bremerhaven sind schon richtig heiß, sowohl in Hamburg auch. Die organisieren schon Busfahrten nach Brüssel. In 2 Wochen geht's los. Ja, und ich will Berlin dort auch sehen. Ja, also wir reißen das Ding. Das wird nicht hier unterzeichnet. Die sitzen in Brüssel und fühlen sich dort sicher. Aber wir wissen, wo das unterzeichnet wird. Und wir nehmen es an uns. Wir nehmen Angie den Stift aus der Hand, dass sie nicht unterschreiben muss, was der Herr Obama von ihr will. Okay? Und schließe nicht aus, auch wenn es unvorstellbar scheint. Es gibt wirklich Dinge, die kann ein Mensch niemals mit dem Verstand erfassen. Und letztens vielleicht das Wichtigste, ich habe auch mal Marx studiert, wenn das auch nicht so gut klingt, an allem ist zu zweifeln. Marx wäre mit dem heutigen Wissensstand vielleicht zu der Schlussfolgerung gekommen, erkenne dich selbst, dann erkennst du die Welt oder Gott oder das Universum. Bei einem wäre ja allerdings geblieben, Religion
ist das Opium des Volkes. Denn nur der Mensch als Individuum kann die Welt erkennen. Gott mag sie erschaffen haben. Aber verändern können nur wir die Welt. Ich fange mal mit dem 4. an. Mit dem 4. August. Und da habe ich im Internet bei den Netzfrauen.org gefunden, der große Deal-Geheimakte Freihandelsabkommen mit der Unterüberschrift amerikanische Krankenhausketten in Europa. Geheime Unterlagen zeigen, dass darüber verhandelt wird, amerikanische Krankenhausketten auf den europäischen Markt zuzulassen. Diese Krankenhausketten importieren ihre Krankenschwestern und Ärzte aus den USA und sie werden nach dortigem Recht beschäftigt und bezahlt. In dem Krankenhaus, das in den USA als Musterbeispiel vorgeführt wurde, würde sich in Europa keiner gerne behandeln lassen, nur wenig Personal und dieses schlecht bezahlt. Alle Patienten bekommen einen Chip um den Hals gehängt, mit dessen Hilfe sie überall im Haus auffindbar sind. Ich denke mir, wir sollten doch alle nach Brüssel fahren. Irgendwie am 28. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, nur noch das Fazit des ganzen Artikels. Wie gesagt, den kann man selber bei den Netzfrauen nachlesen. Fazit ist, Fakt ist, der US-Handelsbeauftragte Michael Froman und der EU-Handelskommissar Karel de Gucht führen die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen und arbeiten bereits seit 2010 zusammen. Und sie brauchen sich nur zu merken, man kennt sich. Und ich möchte euch auch sagen, warum es so wichtig ist, sie anders zu machen. Hier ist ein ganz kleiner Zettel. Und auf diesem Zettel steht, und das ist ungeheuerlich, an Krieg sterben pro Woche 3.500 Menschen. Das ist schlimm. Aber an AIDS und HIV sterben pro Woche 56.000 Menschen. An verunreinigtem Wasser, nur an verunreinigtem Wasser, für uns das Normalste dieser Welt, sterben in einer Woche 31.660 Menschen. Und jetzt kommt das, weshalb ich euch bitte, heute mal ein bisschen in die Mitte zu gehen, ein bisschen zusammenzurücken, vielleicht auch mal sich an den Händen zu fassen, ein bisschen zusammenzugehen, weil jetzt hört euch das an. Jede Woche sterben auf der Welt an Hunger 168.000 Menschen. Wir stehen hier, weil wir eine Verantwortung haben, weil wir ein reiches Land sind und weil uns das Elend auf dieser Welt nicht egal sein darf. Und noch was möchte ich bitten. Ich möchte nicht, dass wir hier oben stehen und ihr steht hier unten. Ich möchte, dass jetzt alle zusammen hier nach vorn gehen und wir gemeinsam eine Minute für das Elend auf dieser Welt, für die Opfer auf dieser Welt, jeden Tag und jede Sekunde schweigen. Stimmt. So, denn Udo Wolf in der Huffington Post meint, nächster G20-Gipfel im November droht zum Affront gegen die USA zu geraten. Die USA rufen eigenmächtig Sanktionen gegen Staaten auf und verhängen Strafen gegen jene, die diese Sanktionen weder unterstützen noch unterschrieben haben. In unserem Bulletin haben wir beschrieben, wie sehr Frankreich verärgert ist und was Frankreich gegen die US-Hegemonie unternimmt. Ich denke mir mal, den Rest kann man in der Huffington Post noch weiter nachlesen. Und die Schweiz erteilt Europäischer Union klare Abfuhr, keine Sanktionen gegen Russland. Der Schweizer Bundesrat ist sich einig. Das kleine Land, eingezwängt zwischen dem Möchtegern-Großstaatenbund Europäische Vereinigung, bleibt standhaft und verteidigt die in der Verfassung festgeschriebene Neutralität. Weshalb sollen sich die Schweizer in das ganze Debakel hineinziehen lassen, was um sie herum veranstaltet wird, und sich dem Diktat der falschen Propheten unterwerfen? Ja, das schrieb der in der Zeitung Schweiz am Sonntag. Ist das nachzulesen. So. Und 91 gab ein Referendum auf der Krim. Über dieses Referendum spricht man hier gar nicht. In diesem Referendum haben die Leute auf der Krim beschlossen, was sie wollen. Und die Frage war, wollt ihr Teil der Ukraine bleiben oder als autonome Republik? Und die Leute haben beschlossen auf der Krim 1991, wir wollen eine autonome Republik. Die haben sich gegen Zusammenleben mit Ukraine ausgesprochen. Das war 1991. Und Ukraine akzeptierte diese Konföderation.
diese Situation, dass Krim als autonome, vollständige autonome Republik ist. Aber akzeptiert er nicht lange, bis 1995. Da muss man sehen, was in dieser Zeit in Russland passierte. In dieser Zeit in Russland regierte Boris Jelzin. Für den war völlig egal was. Er machte alles sowieso, was die westlichen Länder wollten. Das war eine Marionette des Westens. Hat das Land sowieso ruiniert und verschuldet. Und in dieser Zeit hat die ukrainische Regierung damals gesehen, jetzt haben wir die Chance, Krim einzunehmen oder einzuverleiben. Und das haben die gemacht. 1995 haben da ein Gesetz beschlossen, dass Krim Teil der Ukraine ist. Und dadurch gab 1995 riesige Proteste in der Ukraine. Und diese Proteste führten dazu, dass Ende 95 noch eine Autonomie zugesprochen wurde, aber ganz in anderen Umfang als vorher. Das heißt, die Leute haben nie zugestimmt, die zu Russland zu gehören. Und das Gleiche haben die jetzt vor ein paar Monaten, als sie zugestimmt haben, in freien Entscheidung, die wollen zu Russland gehören. Das war alles in Einklang mit Russland. Alle herzlichen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Mein Name ist Frank. Die meisten kennen mich unter dem Kosenamen Tutti. Das hat etwas mit alten Pharaonen zu tun aus dem Ägyptenland. Ich bin heute nur deshalb hergekommen, etwas weiter angereist aus Basel, komme zwar ursprünglich aus Berlin, um euch eine Nachricht zu überbringen. Und zwar folgendes. Vor 8 Jahren habe ich mir etwas überlegt. Wenn die dort draußen Truppen haben, mit denen sie gerne in den Krieg ziehen wollen, dann müssen wir irgendwas dagegen setzen. Bis jetzt ist es noch geheim, nachdem ich das heute hier verkündet habe, dann nicht mehr. Vor 8 Jahren haben sich mehrere Leute zusammen in der Musikbranche unter meiner Führung getroffen, um etwas aufzubauen, was die meisten von euch noch nicht gesehen haben. Schaut mal bitte einfach in den nächsten Tagen, wenn ihr Lust habt, bei den meisten internationalen Musikstars, natürlich auch bei fast allen, die aus Deutschland kommen, vorangehen mit Say When I Do etc., einfach mal auf die Covers rauf. Da findet ihr alle eine Zahl, und zwar die Zahl 3. Merkt euch das vielleicht. Und wir haben aus allen diesen Musikern etwas gemacht, weil wir ihnen etwas geschenkt haben. Das werdet ihr dann noch hören. Etwas zusammengebunden, was es vorher auf der Welt noch niemals gab. Und zwar, die Musik ist das, was die Menschen zusammenführt. Die Musik ist etwas, was direkt in die Herzen reingeht. Ich brauche keinen Politiker mehr, der mir sagt, was ich zu tun und zu machen habe. Und ich glaube, ihr da draußen auch nicht mehr. Es ist wichtig, dass wir diesen Wahnsinn, der da draußen stattfindet, endlich Einhalt gebieten. Und das können wir nur machen, wenn wir in die Herzen der Leute kommen. Also schaut mal einfach auf Channel 3 Berlin. Da wird euch das alles erklärt. Ich mache keine Werbung für diesen Sender. Es ist eine Idee, die mittlerweile weltumspannend ist. Mehr will ich euch nicht verraten. Es hat etwas mit ewigem Leben zu tun. Viele Leute kennen auch die Bibel. Da wartet man auf so einen Typen, der irgendwann kommt. Ich sage euch nur eins, der Mann ist da und er wird für euch etwas tun, was es so vorher noch niemals gab. Das war einfach meine Botschaft an euch. Channel 3 Berlin, guckt einfach mal rein. Wir haben etwas Wunderbares für euch alle vorbereitet. Das war's. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und Maschinen nur und Stahlbeton hat uns zu einem Lied vereint. Das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Raketen stehen vor unserer Tür, die sollen zu unserem Schutz hier sein. Auf solchen Schutz verzichten wir, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien. Wir Waffen fließt das große Geld, doch weiches Wasser bricht den Stein. Mal zum Gazastreifen nach Beendigung der Waffenruhe. Tagesschau.de fragt den Korrespondenten im ARD-Studio in Tel Aviv, Markus Rosch. Wie können Sie denn einschätzen, geht es den Menschen jetzt da, ist alles in Ordnung? Er weist nur auf unter anderem 2 Probleme hin, die dramatische Folgen haben können. Zum einen ist das einzige
Kraftwerk im Gazastreifen bei den Kämpfen total vernichtet worden. Und es würde ungefähr ein Jahr dauern, die Menschen wieder mit Strom versorgen zu können. Das zweite Problem ist die Wasserversorgung. Und da sagt er ganz so salopp, das Wasser war hier schon immer schlecht, aber inzwischen ist es verseucht. Das heißt, man kann hier kein Leitungswasser mehr trinken. Eigentlich kann man sich damit nicht einmal mehr duschen. Meine Anmerkung, Israel braucht über kurz oder lang überhaupt sich gar nicht mehr zu verteidigen gegen die Palästinenser oder die Hamas. Das erledigen Hunger und Durst von ganz allein. Auch so traurig, wie es sich anhört. Kanada hat am Donnerstag mitgeteilt, die erste militärische Hilfe zu leisten. Das sei Kanadas Antwort auf die russische Expansion und den Militäreinsatz in der Ostukraine, sagt er. Und Kanada will damit zeigen, dass sie für den Weltfrieden eintreten. Die Amis haben ja jetzt eine militärisch-humanitäre Aktion gestartet, die US Air Force gegen die ISIS. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuschauen. Es geht ja um Arbil, im Nordosten. Man fragt sich natürlich als erstes, wieso greifen sie erst jetzt ein, wenn Anfang Juli schon wirklich dramatische Auswirkungen da waren. Wenn man Google Maps Bilder mal übereinander legt, stellt man fest, dass seltsamerweise genau dort in diesem Gebiet die einzigen noch militärisch auch durch Amerika oder durch US-Basen gesicherten Erdölförderstätten sich befinden. Also für wie dumm will man uns noch verkaufen? Also es geht am Ende doch wieder nur ums Öl. Ja. Your eyes. Imagine a world with people with open eyes. Rich souls discovering the secrets and beauty of life and feeling responsible for change. Ihr müsst eure Augen aufmachen und etwas tun und die Veränderung leben und nicht einfach nur reden. Ihr müsst was tun. Der erste Schritt ist die Augen aufmachen. Deswegen heißt der Song Open Eyes. Könnt ruhig ein bisschen dancen. Die blonde Frau da vorne. And I tell you right now, we're gonna change, we're gonna set up and fire. We have to do a love revolution. Yeah.